Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier eine Rosette und ja, das war das Außenteil und das war das Innenteil und das soll jetzt da drauf gelocht werden. Das heißt also, die soll die gleiche Form haben wie dieses hier. Dann haben wir noch das Kunststoffteil, das wird hier nachher drauf gesetzt und dann wird das nachher hier mit den Durchgangsschrauben da festgemacht. Gut, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen das Teil lochen. Mal eben gucken. Hat irgendwie so den gleichen Durchmesser. Sieht so, also so ganz gut aus. Ansonsten habe ich immer so kleine Platten. Mal gucken, die passt da nicht rein. Dann macht das nichts. Dann nehmen wir eben halt diese hier. Sieht sogar sehr gut aus. Das kann ich da so reinlegen. Nehme ich einmal eine Anreißnadel. Könnte man sagen, warum kauft er nichts Neues? Könnte ich natürlich auch machen. Das Problem ist nur, Licht aus so. Das Problem ist nur, der Kunde möchte kein Geld ausgeben. Das habe ich jetzt so und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich einen Frieskopf. Oder ich nehme einfach eine Feile und feile das aus. Warum mache ich das nicht auf dieser Seite? Weil ich mich hier beim Anzeichnen kann das sein, dass das verrutscht. Ja, das verrutscht denn hier irgendwie so und dann sieht das nicht so gut aus. Und wenn ich hier was falsch mache, das heißt also, ich verfeile mich ein bisschen oder die Feile rutscht runter und macht hier eine Schramme, sieht man das alles nicht. Und hier wäre das nicht so gut. Mal sehen, vielleicht poliere ich das so gleich auch noch auf. Mal sehen, ich muss mal gleich gucken. Auf alle Fälle ist so, das feile ich jetzt aus, das finde ich eine Rundfeile und das will ich eben machen. Muss ich das jetzt zeigen, wie das geht? Nee, nicht, wie man eine Feile da rein macht und feilt das? Ich denke mal nicht. So sieht das jetzt aus und wenn ich jetzt hier einen Zylinder nehme, dann geht er dementsprechend auch durch. So, jetzt haben wir noch diese Seite hier. Da ist das so, dass ich das einfach nur oval aus fräse eben, denn hier muss es ja keine besondere Form haben, das ist ja nur einfach eine die Befestigungs Grundlage und hier wird das einfach dann nachher noch drauf geklippt. Gut, das mache ich auch noch mal eben und dann haben wir das Teil fertig. So sieht das Ganze jetzt aus und wenn ich das jetzt hier drauf mache, dann ist das eben halt so groß, dass das Ganze hier auch dementsprechend durchpasst. So sieht das dann aus. Ja, das war's von meiner Seite aus. Rosette lochen auf PZ. Jetzt kann ich das der Kundin nachher eben anbauen und dann ist das wieder alles so, wie sie es gerne hätte und wie es sein soll. Unter der Videobeschreibung, da schreibe ich nochmal eben was runter. Ganz oft ist ja sowieso meine Adresse drunter und manchmal schreibe ich noch was dazu oder eben halt in meinem Blog. Und ja, ich würde mich freuen auf einen Daumen hoch. Ansonsten, wenn Sie sowas haben, einfach herschicken, wie ich das lochen soll. Und dann mache ich das fertig und dann schicke ich das auch dementsprechend wieder retour. Und Sie können das auch so wieder anbauen, ohne dass man jetzt groß einen anderen Beschlag irgendwie kaufen muss oder so. Wie gesagt, das war es von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.